Und warte mal. Damit herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World. Nein, wir messen uns nicht nochmal heute mit dem Tobi Kadashi. Beziehungsweise dem Viper Tobi Kadashi, sondern wir machen heute mal was Einfacheres. Sagen wir es mal so: Was Einfacheres. Mal, ich muss kurz einstellen. So, neue Quest bei machen. Alles bleiben wir im Meisterrang. Ich muss noch ein paar optionale Quests machen. Wir machen was relativ easy goes, sag ich jetzt mal. Ich würde fast sagen, wir fangen mal ein Monster. Biotodus, genau. Dass ich das irgendwann mal hinter mich bringe. So. Also muss ich mal gucken, ob ich irgendwas habe zum Fangen, ne? Muss mal kurz was gucken. Warte mal. Weg, 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 weg. Behalten wir aber. Niemand. Ah. Jetzt weiß ich halt noch nicht, welche. Ich nehme mal lieber beides mit, man weiß ja nie. Fallgrube und Schockfalle. Ich brauche Beruhigungsbomben. Dann brauche ich noch Blitzkapseln. Okay. So, ich hoffe, das ist meine erste Fangquest seit langem. Warte mal. Einhauen. So. Unser Ziel ist der Biotodus. Mal gucken, wo der ist. Ich glaube, ich habe den gar nicht hier auf meiner Dingsliste. Aber das ist erstmal nicht so schlimm. Guck, wie lange das dauert.
Ach ja. Willkommen. Ah. Warte mal. Da ist er. Da ist er ja direkt. Ich habe gerade nicht so viel zu sagen, also wundert euch nicht. Ich mag zwar solche Videos eigentlich nicht, wo ich nicht viel reden kann, soll, kann, tue, aber naja. Wo ist denn jetzt? Ah, da ist er. Ach, das war doch, ich habe mich die ganze Zeit den Falschen im Visier. So, wo ist er? Ach ja. Oh, er ist. Okay. Oh, er ist raus aus dem Dings, okay. Das Riesenvieh steht ein bisschen im Weg. Aua. Das ist das Problem, der ist schlecht erreichbar. Weil er die ganze Zeit im Eis rumdunkelt.
Na, wo ist er? Ah. Na komm her. Fuck. Wisst ihr, der ist ein bisschen schwierig. Also, was heißt schwierig ist er nicht, aber dagegen ist der Tobi Gadashi hier richtig gefährlich, sage ich jetzt mal, aber trotzdem ist es halt irgendwo auch. Er verschwindet so viel im Eis, sagen wir es mal so. Oder im Schnee. Dann weißt du auch nicht, wo er ist, ey. Drecksack. Alter. Toll. Ich soll mein Heißgetränk nehmen. Warte mal, wo ist es denn jetzt? Oh, hier ist ja auch gar nicht sortiert, ey, in dem Ding. Kann man das nicht irgendwie ansortieren? Alter, du findest den einfach nicht, ey.
rede gerade echt wirklich wenig, aber. Was soll ich denn sagen? Ich habe nichts zu sagen gerade. Ich konzentriere mich darauf, dass ich das Vieh hier erledigen kann. Problem ist, ich muss ihn auch irgendwo entdecken, irgendwo sehen, sage ich jetzt mal, sonst kann ich ihn ja nicht angreifen, das ist auch das Problem. Dadurch, dass er so auf dem Eis verschwindet, ist das natürlich auch nicht unbedingt leicht. Ich muss aber auch ein bisschen darauf achten, dass, ob der einen Totenkopf erscheint. Wenn der nämlich einen Totenkopf erscheint, ist er nämlich fangbereit. Raus aus dem Eis erstmal. Wie lange? Gebrochene Teile, sehr schön. Wenn er aus dem Eis raus ist, ist das ein bisschen was anderes, als wenn er im Eis drin ist. Habe ich ja erst heute offscreen welche gemacht. Ja, dann nicht allzu viel gebracht. Aber naja, ist egal, nehme ich noch eine Ration rein. Weil Ausdauer ist als Bogenschütze relativ sehr wichtig. Ist auf jeden Fall, das sollte man eigentlich bedenken. Weil jeder Schuss, den du abfeuerst, kostet dich Ausdauer. Und je länger du, sag ich mal, den Schuss anhältst, sag ich mal, hier dieses hier, das hier, desto mehr Ausdauer verbrauchst du. Ob das am Ende wieder mehr Schaden macht, kann ich so jetzt nicht sagen. Weil manchmal mache ich auch bloß ein Schaden plus pro Pfeil. Wenn ich mehrere Pfeile abschieße und dann sind es drei Pfeile, mache ich auch bloß drei Schaden. Also ist auch scheiße, natürlich doof. Jetzt kann ich mich gerade gar nicht bewegen, weil ich komplett im Arsch bin. Oh boy. Hä? Der ist noch hier. Drecksau, ich meine so. Und ich auf den Nerven hier, hier drei. Da hinten ist er. Weiß nicht, was mir das bringen soll, aber. Na, lass mich runter. Hallo, lass mich runter. Hau ich von dem Vieh ab, das ist ja auch interessant. Hallo? Hallo? Geht's noch? Als wenn ich vor einem Monster abhauen würde. Na gut, es sei denn, es ist eine. Naja, Behemoth oder so, dann ist natürlich was anderes, aber generell würde ich nicht von einem Monster abhauen. Es sei natürlich, ich bin gerade in sehr schlechter Verfassung. Müllbeere? Das ist schon wieder mein Inventar voll, ey. Ich krieg die Krise hier.
komm. Alter, jetzt. Ich bin gerade auf den Nerven, weißt du das? Hallo, ich möchte mich gerne mal heilen. Der Medizin ist mein Arsch. Sag mir jetzt nicht, dass er schon wieder abgehauen ist. Alter, ich war froh, dass ich bei ihm war. Und jetzt haut er auch noch ab, ey. Hatte echt schon weniger nervige Gegner. Weniger nervigere Gegner. So stimmt's. Der hat schon wieder, jetzt ist er natürlich wieder hinter mir. Jetzt muss ich den Move machen. Bist du neben mir in dem Fall? Und ich das Vieh. Dass man wirklich jedes Mistvieh hier anvisieren kann, ey, echt. Hat zwar seine Vorteile, aber wenn ich es nicht brauche, muss ich es irgendwie anvisieren können. Also die Nahkampfbeschichtung. Muss zu nah an dem Gegner sein. Teilweise nicht mal genug, wenn du direkt neben dem stehst, ey, das ist echt nervig. Heißgetränk läuft, ist so abgelaufen. Mal wieder suchen. Ich meine, ich könnte es in das Ding mit einbauen, sag ich mal. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo ist er? Komm her, Junge. Warte, jetzt muss ich meine Falle raussuchen. Nehme die vom Spiel vorgesehene Falle. Bitte nicht vorgesehen, sondern halt eben, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt hat. Aber bevor, erstmal muss ich ihn folgen, bis er einen gewissen Ort ist, wo er halt eben jetzt hin will. Naja, eine halbe Stunde knapp hat es gedauert. So, jetzt da legt er sich jetzt hin, denke ich mal, und wird schlafen, denke ich mal, oder?
Ja, alles gut, alles gut, alles gut. So. Bams. Yes! Ha! Es hat geschafft, hat geklappt. Allerdings weiß ich nicht, um das mal zu erklären, ob das jetzt nun bessere Auswirkungen hat, was den Loot angeht am Ende des Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Wenn mir der Loot jetzt angezeigt wird, den ich halt eben bekomme. Weil ich weiß, dass es bis Generations noch so war. Du durchs Fangen von Monstern halt auch eben besseren Loot bekommst. Ja, endlich! Auf die E-Mail warte ich schon seit Ewigkeiten. Ja, da kümmere ich mich gleich drum. Das rennt da jetzt nicht weg, heute ist ja Sonntag. Weil ich habe jetzt endlich mal die Mail bekommen, wo für meine Einfuhr, was ich mal vor ein paar Videos oder im Livestream mal erwähnt habe, wegen einem Paket beim Zoll. Das habe ich jetzt die Rechnung dafür bekommen, was ich zahlen muss. Mal gucken, was muss ich denn überhaupt zahlen? Wollt ihr mich verarschen? Ihr braucht 2 Wochen, um euch um mein Paket zu kümmern. Und dann muss ich bloß 1 Euro zahlen. Naja, von mir aus. Ich kümmere mich gleich drum. Ich mache jetzt mal das Video zu Ende. Und danach kümmere ich mich darum, ja. Aber das mache ich jetzt nicht mehr hier in dem Video da. Das ist jetzt. Wir haben das gemacht, was wir machen wollten. Dann sehen wir uns dann das nächste Mal. Ciao.